Hallo meine Freunde, willkommen bei Bounty Train, einer neuen Preview von, ja, in dem Fall Corby Games Limited und gepublished wird das Ganze wieder von Dedelic. Und vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, weil wir ihn in dem Gamescom Tagebuch und auch in unserem Artikel schon mal erwähnt haben. Bounty Train wird so ein interessanter, ja, Taktik- und Tycoon-Mix im Prinzip. Und ich habe selber noch nicht reingeguckt, um mich auch nicht weiter zu spoilern, damit wir alles hier wieder gemeinsam entdecken. Ähnlich wie bei Valhalla Hills zum Beispiel. Also, ja, es ist auf Englisch derzeit. Ich gehe zumindest gerade noch stark davon aus, es wird irgendwann auch, denn wenn es erscheint, komplett in Deutsch verfügbar. Das Ganze ist, wie gesagt, eine kleine Preview, eine Press-Preview. Und deswegen machen wir hier ein New Game. Hardcore. Okay, Speichern und Laden des Spielstands abgeschaltet. Das heißt, jeder Fehler, den wir machen, wird auf jeden Fall böse für unser Abenteuer. Mach ich mal aus. So, New Game. Wir spielen Walter Reed. Und das Tutorial nehmen wir, glaube ich, auf jeden Fall mit. Und starten mal das Spiel. So, als erstes brauchen wir eine Lizenz für diese Eisenbahn. Strecke. Alles klar, also ist Storyplot, wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass wir dieser Walter Reed sind, der Sohn von diesem, von einem Tycoon, also von einem großen Industriegiganten, der dieses Eisenbahnnetz aufgebaut hat. Und er ist gestorben und jetzt geht es daran, dass wir unser Erbe retten müssen. Und zwar vor allen möglichen Teilhabern dieser Strecke, weil die das einfach verscheuern wollen. Ja. Und das fehlt jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen, weil es halt noch eine Preview ist und ja. Das ist es. Your journey begins, Walter, safe travel, make your father proud. Okay, wir müssen hier jetzt langreisen und suchen, glaube ich, unsere Familie. Und wir sollen unseren Vater stolz machen. Dankeschön. Vorsicht vor Banditen in der Nähe der Eisenbahn. Die können einfach den Zug angreifen. Oder uns was einladen, dem beizutreten? Auf jeden Fall hängt das hängt alles von unserer Reputation, also von unserem Ruf bei den Fraktionen ab. Ja gut, das ist dann halt so. So, um loszulegen, wähle die Stadt an, in die du reisen möchtest. Wir wählen natürlich Boston. Und dann drückt den Travel-Button und das Tutorial ist damit beendet. Viel Glück, danke. So, wir können mal hier ein bisschen rauszoomen. Und ihr seht schon, wir haben es hier mit Amerika zu tun. Es ist der mittlere und wilde Westen. Hier nach links, ich weiß nicht, ob es nicht nur freigeschaltet ist oder ob es doch gar nicht geht. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Strecken und eine Menge Städte, die wir anlaufen können. Unter anderem in Jacksonville, New Orleans, Memphis hier drüben, St. Louis, Indianapolis, Detroit. Ja, und wir werden einfach mal von Portland nach Boston reisen. Unsere erste Strecke. Und ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Immerhin konnten wir noch gar nicht viel machen. Grüße, Freund. Gib uns dein Geld und wir lassen dich passieren. Ohne natürlich was Anhabendes, Gott, freundlich, naja, nicht feindselig halt. Und wir wissen, es gibt nur ein Ende für diese Unterhaltung. Ja, Attack Attitude. Okay, ich glaube, unser Ruf bei denen oder unser Benehmen wird minus 7. Und jetzt haben wir hier den Kampf. Und das ist dann der Unterschied zum normalen Tycoon-Spiel oder so. Wir können, glaube ich, unseren Walter an verschiedene Positionen schicken. Und er schießt dann aus der Tür raus. Je nachdem, wo er steht, ist er sicher oder weniger sicher. Oh, jetzt haben wir hier einen drin. Komm, Walter. Mach ihn fertig. So, wir können auch pausieren. Dann ist hier alles echt leise mal zur Abwechslung. Und wir können, glaube ich, sogar die Wagen abkoppeln. Wir könnten ihn jetzt auch hier woanders hinschicken. Macht jetzt natürlich gerade keinen Sinn, wenn er hier mitten im Kampf ist. So, hau ihn weg, die Rothaut. Sehr gut. Und nachladen, alles klar. Das könntest du aber hier drüben in Deckung.
So. Wir haben gar keinen Schaffner. Ach, deswegen bleibt der Zug jetzt stehen. So, schieß raus. Komm, machst du fertig. Und in Deckung gehen. Oder, ich weiß gar nicht, kann man ihn nachladen lassen? Entschuldigung. Ach, jetzt lädt er durch. Und wir können auch nicht getroffen werden, aber wir treffen auch nicht. Und da ist wieder eine böse Rothaut. Geh weg. Hau ihm weg, los. So. Gott, wir werden hier richtig belagert. Fängt ja gar nicht mal so gut an, ehrlich gesagt. Und da kommt noch einer. Und die klauen uns einfach den Waggon, die Schweine. Und wir sind tot. we'll restart the battle. Ja, wir wollen nochmal. Wir probieren es jetzt nochmal. So. Ich stell mich mal hier hinten hin. Um die gleich mal von Anfang an hier treffen zu können mit Rundumsicht. Hoffentlich haben wir jetzt bessere Chancen. Die steigen anscheinend hier gleich uns auf. Also in den Waggon. Und jetzt brennt es hier hinten. Komm, kämpfe erstmal mit dem. Ich glaube, ich spinne. Wie sollen wir den jetzt davon abhalten? Also wirklich. Ich stelle fest, dass das Spiel ist von Anfang an ziemlich fies. Und sind wir mal ehrlich, allein gegen drei Indianer haben wir doch schon wieder so gut wie verkackt. Restart. Ich will es jetzt hier schaffen. So, wir werden jetzt hier einfach mal ganz dreist Gas geben. So, schön den Schub erhöhen. Und vielleicht können wir den auch einfach abhauen. So, und jetzt schieß hier mal ein bisschen raus, Walter. Mach mal klar, wer hier der Mann ist. Hau ihn weg, los. Nachladen, scheiße. Noch ein bisschen mehr Kohle hier. Und wieder nach hinten. Da muss er jetzt von vorne nachladen, okay? Das wusste ich nicht. Steht er eigentlich natürlich gerade ziemlich mistig. So, komm, hier. Gibt's nicht. Also, Walter, ich erwarte, dass du das schaffst. Na los, na los, na los. Los, Walter, los, los, los. Und schnell wieder Kohle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gerade ein Ticken unfair, ne? Hm. Oder wir sind ja eigentlich dazu gezwungen, jetzt in die Stadt zu flüchten. Das könnte natürlich auch sein, dass es mit Absicht so ist. Das weiß man ja alles nicht. So, einen Indianer haben wir. Oh Gott, und uns geht's richtig mies. Haben ganz wenig Leben nur noch. Shit. Und es werden immer mehr und immer mehr. Ich glaube nicht, dass wir eine große Chance haben. Boah, los. Wir haben sie erstmal abgeschüttelt. Boah, wir haben es geschafft. Auf jeden Fall weiter. So, wir haben Boston erreicht. Und wir natürlich wollen es besuchen. Oh Gott, ey. Verdammt, uns geht's richtig mies. So, Jerome. Es tut mir echt leid, dass der Vater gestorben ist. Das war sehr unerwartet. Okay. Wie starb er? Man weiß nicht viel. Aber es war ein Zugunfall. Er wurde auf der Strecke getötet, an der er so hart gearbeitet hat. Es ist sehr traurig. Was hat er mir vermacht? Nach seinem Wunsch bekommst du diesen wundervollen Zug und 11% von seiner Firma und 435.000 in Cash.
Okay, ich sehe diesen wundervollen Zug. Lass über das Geschäft reden. Okay, und wenn ich mein Geld bekommen habe, werde ich diesen meine Anteile und diesen Zug verkaufen und nach Britannien zurückreisen. Das wartet alles auf dich in Portland. Dein Vaters Anwalt will dich sehen, damit alles vonstatten geht. Okay. Ich habe kein Geld, wie werde ich Portland erreichen? Bist du dumm? Du hast einen Zug. Und du musst nach Portland. Kannst dich 2 und 2 zusammenzählen mit deiner europäischen Erziehung? Okay, was will der von mir? Keine Ahnung, er wird dir alles sagen, wenn du da bist. Okay, danke dir. Ich werde dann wieder abreisen. Verdammt, wir. Achso, okay. So. Das ist jetzt also die große Stadt. Hier können wir uns ein bisschen umgucken. Oh. Hier könnten wir noch ein bisschen Ladung mitnehmen. 6 Dollar. 3 Dollar. Achso, und dann kann man mit der Ladung handeln an der nächsten Station. Wir haben aber ganze 32 Dollar. Ich glaube nicht, dass wir hier groß handeln können. So, haben wir hier eine Stadthalle und einen Saloon. Und da geht's zum Markt. Neuigkeiten. Nur 5 Dollar. Nein, danke. Gesucht, tot oder lebend. Ich bin unfassbar, okay. Super, dann Stadthalle. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Kann ich irgendwas für die Stadt tun? Lass mich sehen. Take a look at the urgent tasks list. Okay, also wir können jetzt hier 3 Stahlpfeiler nach Boston bringen innerhalb von 13 Tagen. Okay. Haben wir nicht. Warte, was? Wir haben hier noch Food Delivery, okay. 5 Säcke Essen nach New York. Und 4 Säcke Tabak nach New York. Das könnten, ich weiß gar nicht, ob wir uns das leisten können, muss ich mal ehrlich sagen. Hier ist der Markt. Ist das hier Tabak? 5 Säcke. Ne, 4 Säcke Tabak waren es, oder? Tabak. 4 Säcke Tabak. Können wir uns leisten? Werden wir mal probieren. Da ist der Markt. So, dann nehmen wir. Oh, wir haben sie schon an Bord. Ach, den müssen wir die nicht mal kaufen. Das ist super. Dafür müssen wir jetzt aufpassen, wo wir die hier einlagern. Denn je nachdem kann es passieren, dass uns der Kram hier geklaut wird. So, jetzt haben wir hier Walter. Walter hat eine Pistole. Heilen. Wir brauchen. Okay, this button is for your character healing, or you expected something else. Ja, ich würde ihn gerne heilen. Denn er hat nur noch 14 HP. Ach du Scheiße. Das fing ja gar nicht mal so gut an. Wen haben wir denn hier noch? Sie muss nach Knoxville innerhalb von 40 Tagen und würde uns dafür bezahlen. Strafe wäre horrend hoch, könnten wir uns gar nicht leisten. Auf jeden Fall können wir hier noch Leute mitnehmen und können die in die verschiedenen Städte bringen. Und die würden uns dann auch auf dem Zug helfen. Ich könnte auf jeden Fall eine Krankenschwester gebrauchen. Mary Douglas. Es ist Skilled Gunman, who has fought plenty of men in the city. Achso, wir sollen sie nicht anstarren. Ihr Mann ist ein erfahrener Schuss, also Gunman. Was ist das hier? Ein Cowboy halt, ne? Söldner. Okay. Und er hier sucht nach einem Job. Und sein Service kostet uns nur 215 Dollar. Die haben wir nicht. Ephraim. Achso, hier haben wir unsere Söldner. Die können wir uns anheuern, damit die für uns kämpfen. Und er möchte nach Cincinnati. So, ich würde jetzt mal gerne noch auf die Karte gucken. New York ist der nächste Stopp auf unserer Liste. Auf jeden Fall, wenn wir also den Tabak dahin bringen. Richmond, Cincinnati, Detroit.
Jacksonville müssen erstmal zurück nach Portland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jetzt muss ich erstmal hier in Portland. Okay, also wir müssen definitiv zurück nach Portland. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das hinkriegen, dass wir hier Walter wieder heilen. Der Heal-Button ist leider ausgegraut. Das passt mir überhaupt nicht. So, wir werden mal Cecilia mitnehmen. Miles wollte nach Richmond. Achso, wir können nur eine Person zurzeit mitnehmen. Interessant. Ich hätte gedacht, wir können jetzt hier ein paar mehr mitnehmen. Wir haben aber auch gar keinen, der jetzt irgendwie was für uns tun kann. Also die... Soll ich es aufwecken, wenn wir in Knoxville sind? Ah ja, toll. Danke. Na, dann fahren wir erstmal zurück nach Portland. Und... Ich ärgere mich. Ach da, jetzt Heal. 94... Achso, doch, haben wir. So, okay, wir haben jetzt also 249 Dollar noch. Das heißt, wir könnten... noch jemanden anheuern. Hoffentlich kostet der mich jetzt nicht für jede Zugfahrt 215 Dollar. So, Walter dorthin. So. Ach Quatsch, jetzt habe ich hier den... den Joaquin, ich kann es gar nicht aussprechen, dorthin. Dann probieren wir mal. Der ist jetzt hier Zugfahrer eingeteilt oder was? Da muss ich erstmal noch mit klarkommen, Entschuldigung. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt uns in der Stadt umgeguckt, wir haben noch jemanden angeheuert, wir haben Ladung dabei, wir haben Ziel dabei. Ich hoffe mal, dass wir den Rückweg ganz gut überstehen werden. Und es geht nach Portland zurück. Okay, und wir brauchen Kohle. Wir müssen uns auch noch Kohle kaufen. Ach du Scheiße.